Hallo, ich habe schon sehr lange kein Q&A-Video mehr gefilmt und es sind in den letzten Wochen einige Fragen gekommen, vor allem Fragen zu New York. Deswegen, mit Bonus übrigens da. Deswegen dachte ich mir, ich beantworte heute die 10 meistgestellten Fragen zu New York. Es gibt nämlich bald eine sehr große Veränderung. Und deswegen möchte ich euch einfach so updaten, beziehungsweise euch einfach mal so ein bisschen eure Fragen beantworten. Wo wohnst du in New York? Ich wohne in Brooklyn, im Park Slope. Ich habe in den letzten Monaten, also eigentlich bis März, habe ich im East Village gewohnt. Das war sehr schön in Alphabet City, beim Tompkins Square Park. Aber Park Slope ist auch voll schön. Es ist einfach eine sehr ruhige Gegend. Ich brauche circa 30 Minuten in die Stadt hinein, aber es ist wirklich so cool hier zu sein, weil es ist halt einfach mehr Nachbarschaft, es ist viel ruhiger als Manhattan und ich finde 30 Minuten sind nicht so schlimm. Seit wann bist du in New York? Zum ersten Mal war ich eigentlich letzten August hier, aber generell war ich circa, seit Mitte Februar war ich eigentlich in New York. Wie lange bleibst du noch in New York? Ich fliege nächste Woche nach Hause, also wenn ihr das Video seht, ist es wahrscheinlich schon bald soweit. Und zwar fliege ich am 10. Juli wieder nach Österreich. Ich komme erst wieder Mitte September nach New York und das auch nur für 1,5 Wochen leider. Und dann ist keine New York-Reise geplant, was sehr traurig ist. Was machst du in New York bzw. was arbeitest du in New York? Das war eine sehr, sehr oft gestellte Frage, weil wie ihr euch wahrscheinlich vorstellen könnt, ist New York sehr teuer, darauf werde ich auch gleich eingehen. Und deswegen war das natürlich eine sehr berechtigte Frage. Ich studiere nicht hier, ich arbeite auch nicht hier. Ich habe kein Visum, mit dem ich studieren oder arbeiten könnte. Das heißt, ich habe ein Touristenvisum, ich arbeite für meine Firma in Österreich, also für meinen Online-Shop und für meinen Blog. Kann davon seit einigen Jahren leben und kann das eben von überall aus eigentlich machen. Ich hole mir hier in New York Inspiration, ich lerne Leute kennen, ich blogge über New York. Ich habe auch einen sehr, sehr, sehr ausführlichen New York Guide geschrieben. Den kann ich euch gerne unten verlinken. Der war sehr ausführlich. Da sind einige Tipps dabei. Und ja, das ist eigentlich so, was ich hier mache. Mein Freund, also der Grund, weshalb ich in New York bin, das wisst ihr aber wahrscheinlich ohnehin wahrscheinlich schon, ist der, dass mein Freund aus Amerika kommt. Er kommt aus Connecticut und New York. Seine Familie lebt in Connecticut, hat ein sehr, sehr schönes Haus dort, wo wir eigentlich fast jedes Wochenende hinfahren, weil die haben einfach einen Pool und da kann man gut chillen und man muss manchmal aus der Stadt raus. Mein Freund, der lebt aber seit 10 Jahren in New York, arbeitet hier und ich habe ihn letztes Jahr kennengelernt und Fernbeziehung ist nicht so meine Sache, deswegen habe ich einfach gesagt, ich komme einfach nach New York, weil ich sowieso von überall aus arbeiten kann. Hast du ein Visum? Ich habe ein ESTA, das ist für eine Einreise in die USA für bis zu 90 Tage. Das ESTA gilt 2 Jahre lang, glaube ich, oder 3 Jahre lang. Alle Infos kann ich euch gerne unten verlinken auf jeden Fall. Und genau, das ESTA, das ist eigentlich voll praktisch. Also solange man hier nicht arbeitet oder studiert, kann man mit dem ESTA ganz einfach einreisen. Die Einreise natürlich ist immer ein bisschen schwierig, muss ich jetzt mal sagen. Ich werde da immer wieder ausgefragt, weil ich natürlich sehr oft einreise und sehr lange hier bleibe. Das heißt, die Leute fragen dann immer so, hey, was machst du eigentlich dort? Und ich muss ihnen dann irgendwie verklickern, ja, ich habe einen Freund hier und ich arbeite sowieso nicht hier. Ich habe meine Firma in Österreich. Aber es war bis jetzt nie ein Problem eigentlich. Das heißt, ich habe ein ESTA. Es ist super, wenn man nur 3 Monate bleiben will, also 90 Tage. Und solange man danach ausreist oder halt vor diesen 90 Tagen ausreist, ist es eigentlich auch kein Problem, danach wieder einzureisen. Eine sehr, sehr oft gestellte Frage ist auch, wie viel meine Wohnung kostet, beziehungsweise ob es teuer ist, hier zu leben, wie ich die Wohnung gefunden habe, also generell das Wohnen in New York. Also die Wohnung ist die Wohnung vom Bruder meines Freundes. Mein Freund hat davor seine eigene Wohnung mit einem Mitbewohner, wie gesagt, im East Village gehabt, ist er aber dann hier nach, ich kann nicht mehr Deutsch reden, ist dann hier nach Park Slope gezogen zur Wohnung seines Bruders. Die Wohnung ist sehr günstig für New York-Verhältnisse, würde ich jetzt mal sagen, aber sehr, sehr teuer für österreichische, deutsche Verhältnisse. Also die Wohnung kostet 2.800 Euro für alle Personen in der Wohnung drin. Das ist eine Wohnung mit einem Badezimmer, sehr dunkel, Erdgeschoss, 30, 35 Minuten von der Stadt entfernt, also von Manhattan entfernt und 2 Schlafzimmer. Also 2.800 Euro dafür ist schon echt viel. Aber wie gesagt, für New York Verhältnisse ist es günstig. Mein Freund hat davor in Manhattan abnormal viel gezahlt für eine
ich meine, die Wohnung war auch viel moderner, aber es war halt auch in Manhattan drinnen. Was man natürlich bedenken muss, ist, wenn man als Österreicher nach New York kommt, erscheint einem alles sehr teuer. Aber die Sache ist auch die, die New Yorker, also zumindest viele New Yorker, die vor allem in Manhattan leben, verdienen halt auch dementsprechend. Also die Gehälter sind ganz anders als bei uns in Österreich. Deswegen, mein österreichisches Gehalt in New York ist natürlich wenig und deswegen ist alles hier mega teuer für mich. Ja genau, und wie ich die Wohnung gefunden habe, also der Bruder meines Freundes lebt hier schon seit ca. 4 Jahren, wird jetzt auch die Miete verlängern, weil es ihm so gut gefällt. Und das Leben in New York generell, abgesehen von den teuren Mieten, ist generell auch sehr teuer. Eine Hauptspeise kostet meistens, selbst bei so Takeaway-Läden, um die 12 Dollar. Und das sind halt ca. 10 Euro, schätze ich jetzt mal. Das heißt, es ist schon nicht günstig. Und eine Workout-Klasse zum Beispiel, wo ich immer hingehe, kostet, ich glaube, 30 Dollar oder fast sogar mehr. Deswegen kaufe ich meistens auch immer so Monatspässe oder 5 Einheiten oder so auf einmal, damit es ein bisschen günstiger ist. Aber ja, also Sport, Essen, Wohnen ist alles echt sehr teuer. Eine Frage, die ihr mir so oft stellt, ist: Vermisst du Wien oder gefällt dir New York besser? Wie geht's dir mit Heimweh? Ich habe eigentlich kein Heimweh. In einer Zeit, wo es FaceTime gibt und gerade in der Lebensphase, in der ich bin so glücklich in meiner Beziehung. Ich hab zwar nicht so viele Freunde hier, also meine Freunde vermisse ich auf jeden Fall, aber so familienmäßig, ich habe eigentlich sehr viel Kontakt mit ihnen über FaceTime und bin so abgelenkt hier, dass ich eigentlich ganz happy bin. Der einzige große Nachteil an Amerika ist der. Ich bin in einer winzigen Wohnung, die sehr dunkel ist. Die Küche ist leider sehr, sehr, sehr schier und sehr, sehr, sehr dunkel, so dass ich eigentlich keine Essensvideos filmen kann. Es ist mega schwer für mich, Content zu produzieren, weil ich keine Freunde habe und auch niemanden habe, der mir beim Fotografieren helfen kann. Das heißt, die Freunde, die ich habe, sind halt meistens die Freunde von meinem Freund und die arbeiten halt logischerweise alle unter der Woche. Und es ist halt einfach schwer, Freunde zu finden. Aber das kenne ich auch schon von meinem Auslandsjahr in Amerika. Ist mir damals auch sehr schwer gefallen. Aber ja, arbeitstechnisch ist es sehr schwer für mich, weil auch die Wohnung so klein ist, ich habe keinen Schreibtisch, ich kann einfach nicht wirklich hier gescheit arbeiten. Das heißt ja, ich vermisse auf jeden Fall Wien und meine Wohnung und meine Freunde und einfach die Blogger-Community in Wien, die ich hatte. Ich habe auch das Gefühl, dass ich komplett so aus den Augen, aus dem Sinn bin. Nicht nur bei den Firmen, die mit mir in Wien immer zusammengearbeitet haben, bei denen, wo ich bei Events war und so weiter, sondern auch ein bisschen bei meinen Followern, also bei euch, habe ich das Gefühl, dass es manchmal irgendwie so ist, okay, sie wohnt in New York, ich kann mich nicht wirklich mit ihr identifizieren. Und deswegen wird dann halt mein Content weniger geklickt, geliked, geschaut und so weiter. Das kann ich voll nachvollziehen, verstehe ich voll und ich muss sagen, ich freue mich abnormal auf meine Wohnung in Wien, weil es ist ein komplett anderes Lebensgefühl. Ich zahle so viel weniger als hier und es ist einfach mega hell und groß und meine Küche, ich freue mich schon wieder nach Wien zu kommen. Aber dazu komme ich gleich. Hast du Tipps für New York? Darauf will ich jetzt gar nicht so viel eingehen, weil ich habe wirklich einen sehr ausführlichen Blogpost, den ich euch unten verlinken kann. Ich kann euch aber meine Lieblingsaktivität und mein Lieblingsrestaurant erzählen. Erzählen. Und zwar, mein Lieblingsrestaurant ist Modern Love, das ist in Brooklyn. Das habe ich vor kurzem erst gefunden, das ist so abnormal gut. Ich finde, die Einrichtung ist jetzt nicht so schön, das ist irgendwie so ein schwarzes Loch mehr oder weniger. Also so schlecht, so schlimm ist es nicht, aber es ist jetzt nicht ein Instagrammable, hippes Lokal oder so. Aber das Essen ist grandios. Also ich habe die Mac and Cheese da gegessen, das ist so Käsesoße, vegan, mit Nudeln und Kale und so Nüssen. Es war abnormal gut, wirklich voll lecker. Und meine Lieblingsaktivität ist The Moth. The Moth ist so ein Storytelling-Event, wo man Geschichten von anderen Leuten erfährt und es ist mega interessant, wirklich cool. Also schaut euch den Blogpost unten an, da habe ich euch auch einen gratis Download verlinkt. Die vorletzte Frage und die letzte Frage hängen irgendwie zusammen. Also die vorletzte Frage ist: Wie sieht deine Zukunft aus? Wie ihr wisst, wie ich gerade erwähnt habe, fliege ich am 10. Juli wieder zurück nach Österreich, allerdings nur für 2 Tage. Ich bin danach in den Niederlanden mit meiner Familie und mit Freunden von meiner Familie, mache eine Hausboot-Tour, worauf ich mich schon sehr freue. Danach bin ich eine Woche in Griechenland auf der Yacht Week.
worauf ich mich auch schon mega freue. Ich bin der glücklichste Mensch auf einem Boot, wirklich. Und ich muss unbedingt bald meinen Segelschein machen. Das habe ich mir eigentlich für dieses Jahr vorgenommen, aber ich glaube, es geht sich nicht aus. Nach Griechenland bin ich endlich in Wien, und zwar den gesamten August bin ich in Wien. Ich werde meinen Bruder besuchen im Mittelburgenland. Ich werde mit meiner Schwester und ihren Freundinnen wohin fahren. Ich kann noch nicht sagen, wohin, weil es ist ihr Polterer. Meine Schwester heiratet nämlich im September. Und ich organisiere den Polterer, den Junggesellenabschied. Ich weiß gar nicht, wie man genau sagt. Ich war noch nie auf einem Polterer. Ich war auch noch nie wirklich auf einer Hochzeit. Vielleicht zweimal, dreimal. Und an das kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ende August fliege ich dann mit meinem Freund nach Norwegen. Das wird sehr schön, weil wir werden uns, glaube ich, 4 Wochen nicht sehen im August, was sehr traurig wird. Aber ich freue mich schon sehr auf unseren Norwegen-Trip. Wir werden Kajaken fahren für 3 Tage. Das ist wirklich so, du hast all dein Gepäck in einem Kajak mit drin. Danach bin ich in New York für 1,5 Wochen. Und der einzige Grund, warum ich nach New York fliege, abgesehen davon, dass ich meinen Freund wiedersehen will und New York wiedersehen will, ist der, dass ich zu einem Childish Gambino-Konzert gehe. Und ich war da schon einmal. Ich liebe Childish Gambino und ich freue mich so sehr. Eigentlich habe ich überlegt, nicht hinzufliegen, weil ich mir denke, für 1,5 Wochen New York ist so dumm. Also für mich, weil wenn, dann will ich schon länger bleiben. Aber ich kann das Childish Gambino-Konzert einfach nicht verpassen, weil danach muss ich wieder nach Österreich, weil meine Oma Geburtstag hat. Ich hoffe irgendwie, diese Zeitspanne interessiert euch überhaupt, aber ich habe mir gedacht, ich gebe euch so ein Gefühl, was ich so vorhabe in den nächsten Monaten. Ende September heiratet meine Schwester und im Oktober wird mich mein Freund in Österreich besuchen kommen. Da wird er hoffentlich keine Wohnung und keinen Job mehr haben und wir werden vielleicht herumreisen. Wobei, ich muss sagen, ich würde viel lieber in Wien wohnen ab Oktober oder in Berlin wohnen ab Oktober, aber mein Freund möchte gerne reisen in Asien. Das heißt, wir werden wahrscheinlich reisen, im Dezember Zeit mit Familie verbringen und dann ab Jänner in Wien oder Berlin wohnen. Die Chancen stehen höher, dass wir nach Berlin ziehen, weil mein Freund gern dort arbeiten würde für 1-2 Jahre. Aber mal schauen, ich würde lieber in Wien wohnen, aber ich kann ja auch pendeln. Mit dem Zug dauert es, glaube ich, 8 Stunden. Das sind die Pläne für die nächsten, ich sage jetzt mal 6 Monate. Mal schauen, ob das überhaupt alles so abläuft. Ihr könnt es gerne verfolgen auf Instagram und YouTube. Ich werde euch natürlich auf dem Laufenden halten. Die letzte Frage ist eine sehr, sehr oft gestellte Frage, die ich mir auch sehr oft selbst stelle. Und zwar, möchtest du studieren? Ich möchte sehr gern studieren. Ich habe komischerweise in den letzten Monaten bemerkt, dass ich so wissbegierig geworden bin. Ich habe immer das Gefühl, ich muss ganz viel lernen, ich muss alles lesen, ich muss Informationen aufsaugen, ich muss mich fortbilden. Und ich mache auch sehr viel. Ich lese unglaublich viel und ich lerne voll viel und ich lerne Englisch und ich bilde mich weiter und ich studiere sozusagen auf meiner eigenen Universität. Kann man das so sagen? Also ich gebe mir selbst Hausaufgaben und ich lerne Dinge, die mich interessieren und ich finde, das ist mega wichtig. Und ich weiß nicht, ob das genug ist oder ob ich mehr Wissen bekommen möchte und studieren sollte, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich einfach kein Mensch bin, der sich für 3 Jahre wohin binden kann und was machen kann und jede Woche anwesend sein kann. Ich bin einfach nicht so. Und ich glaube, wenn ich studieren würde, dann müsste ich echt berufsbegleitend studieren oder irgendein Online-Studium machen oder sowas. Aber ich glaube, ich kann echt nicht für 3 Jahre wo sein auf einem Fleck. Das bin einfach nicht ich, glaube ich. Aber sag niemals nie. Ich würde mich voll freuen, studieren zu können. Momentan, wie gesagt, ist es einfach zeitlich und so weiter. Es passt einfach nicht zu meinem Lebensstil momentan. Aber ja, ich mache voll viel andere Dinge, wie gesagt. Ich lese voll viel. Also wenn ihr ein Update wollt von den Büchern, die ich lese und so weiter, gerne her mit euren Fragen. Ich filme gerne ein Video, wenn euch das interessiert. Auf meinem Blog gibt es eh immer wieder Beiträge zu Büchern. Also wenn euch das interessiert, schaut mal dort vorbei. Und ansonsten waren das jetzt alle Fragen. Ich habe mir eigentlich gedacht, dass das Video voll kurz wird, aber es ist jetzt schon, glaube ich, fast 20 Minuten lang. Also gehe ich jetzt lieber. Danke fürs Zuschauen. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, gerne her damit unten. Ja, und ansonsten sehen wir uns in dem nächsten Video dann wieder. Tschüss!